Wer zieht ein ins große Finale des ÖFB Ladies Cup? Großer Frauenfußballtag heute in ORF Sport Plus und damit herzlich willkommen. Schönen Sonntagmittag aus Rankweil. Ja, wir sehen heute beide Halbfinalpartien im ÖFB Ladies Cup ab 13 Uhr. Die Partie zwischen den beiden Bundesligisten aus Landhaus und Altenmarkt. Und jetzt hier schon in wenigen Minuten so ein bisschen das Duell David gegen Goliath im zweiten Halbfinale oder eigentlich im ersten Semifinale zwischen den Damen des Rot-Weiß-Rankwalds aus Vorarlberg aus der zweiten Liga und dem Serienmeister aus Österreich, dem SKN St. Pölten. Die Rankweilerinnen, die Überraschungsmannschaft in diesem Cupbewerb heuer in Österreich, haben sich in den ersten Runden gegen drei Bundesligisten durchgesetzt. Unter anderem gegen den großen Rivalen, den FFC Vorderland, aber auch gegen Innsbruck und gegen Neulengbach. Wir sehen jetzt hier mal die Aufstellung der großen Favoritinnen aus St. Pölten. Die nehmen die Partie richtig ernst. Das sieht man auch an der Aufstellung. Eigentlich das Beste, was die St. Pöltnerinnen zu bieten haben. Wir werden auch noch die taktische Aufstellung sehen. Im Tor Hilde Olsen, dazu in der Innenverteidigung Wronski und Birova, Tabota und Saura auf den Außenpositionen und im Mittelfeld natürlich ganz groß das Augenmerk auf der Nummer 7, auf Fanny Vago, der Spielertrainerin, heuer in der Bundesliga auch schon wieder 22 Tore erzielt und sie wird wohl zusammen mit Matthias Zwer, der Nummer 24, die Fans sehen bei den St. Pöltnerinnen. Ja, die St. Pöltnerinnen ganz locker eigentlich in dieses Halbfinale gekommen mit drei deutlichen Siegen. Aber jetzt schauen wir uns zunächst einmal noch die Aufstellung der Rankweilerinnen an im Tor mit Michaela Flatz. Und dann achten wir ein bisschen auf die Nummer 2. Das ist Sheila Sanchez-Posé, eine Spanierin, die ist im Sommer gewechselt zu den Rankweilerinnen vom FFC Vorderland und sie so etwas wie die Goalgetterin im Team von Trainer Dursun Kaya. Er hat sein Team ja eher defensiv aufgestellt, natürlich gegen die St. Pöltnerinnen mit einem 4-4-2, wobei das wohl mehr ein 4-5-1 werden wird mit Julia Seeberger in der Innenverteidigung zusammen mit der Kapitänin, mit Lisa Maria Metzler und daneben vorne Sheila Posé und Selma Kajdic, die beiden Stürmerinnen, die, wenn es die Chance geben soll, wird natürlich diese auch nutzen sollen. Schöner Ball jetzt in die Tiefe und er ist schon das 1:0, zweite Minute, Fanny Vago. Das ist sehr schnell gegangen. Das Zuspieler über die Seite. War, glaube ich, Nicole Saurer. Und dann Fanny Vago völlig frei in der Mitte. Und die frühe Führung für St. Pölten. Steht sie ganz alleine im 5-Meter-Raum. Nochmal der Ball zur Mitte. Mitte Nummer 23, Bernadette Zagor war es mit der Vorarbeit. Und dann Fanny Vago. Ganz vergessen auf sie. Und die Torjägerin lässt sich natürlich diese Chance nicht entgehen. Die frühe Führung für St. Pölten. Die Rankweilerinnen mit Problemen. Zwer frei auf der Seite jetzt mit der Nummer 12. Und das gibt Elfmeter. Julia Hickelsberger wird da zurückgehalten. Auch die gelbe Karte noch für Julia Seeberger. Nein, das war eine kleine Verwechslung. Foul war nämlich von Johanna Staffer, ganz klar, aber da hat man wieder gesehen, schnell gespielt, da kommt Johanna Staffer ein bisschen zu spät, hält sie am Arm Julia Hickelsberger und ja, deshalb auch zu Recht dieser Strafstoß. Fanny Vago. Eiskalt, 2:0, siebte Minute. Ja, genau das, was sich die Rankweilerinnen nicht erhofft hatten, was sie vermeiden wollten. Früher Rückstand, 0:2 jetzt schon. Zweiter Treffer für Fanny Vago. Gut arbeitet sie weiter!
Ex-Angriff über links. Ball kommt wieder zur Mitte und wieder Fanny Wago. Ja, das geht schnell. 3:0. Achte Minute. Es waren jetzt keine, ja, vielleicht 30 Sekunden vorm Anspiel bis zum nächsten Treffer. Das geht zu einfach da über die linke Seite. Stefanie Enzinger war es, glaube ich, wieder. Und die kann da durchmarschieren und Fanny Wago steht ganz frei im 5-Meter-Raum. Ja, der Pass und ja, das ist zu einfach einfach. Zum dritten Mal am heutigen Tage Nummer 7, Fanny Wago. Acht Minuten gespielt, 3 Treffer. Und die St. Pöltenerinnen sind noch am Ball. Da haben sie geschlafen, die Rangweilerinnen. Und auch das muss Elfmeter geben. Foul von Seeberger war es, glaube ich. Ja, der Fehler zunächst schon draußen auf der linken Seite. Mit der Nummer 7 war das. Laura Wagner, die da nicht entschlossen genug zum Ball ist und sich den nochmal abluchsen hat lassen. Und dann der Pass zur Mitte zu Fanny Wago und die jetzt mit der Chance auf das 4:0 und auch der passt. Metzer zwar im richtigen Eck, aber Platz natürlich, nicht Metzler, Torhüterin. 18. Spielminute, Fanny Wago. Zweitmal Elfmeter, erfolgreich. Einmal für Nummer 7, Fanny Wago. Spielertrainerin der St. Pöltenerinnen dabei mit schon bei 10 Cup-Toren in 4 Spielen. 4:0 nach 19 Minuten. Zagor. Hickelsberger kommt mit bisschen Glück zum Ball. Vorteil. Der Ball auf Zwer. Und Eigentor. 5:0. Da wäre eine St. Pöltener Spielerin schon einschussbereit gewesen und deshalb, ja, unglücklich. Laura Wagner mit dem Eigentor. 5:0 damit für St. Pölten. Mal wieder schnell und schön gespielt. Zagor nochmal mit dem Ball zur Mitte. Und dann Wagner vor Enzinger noch am Ball. Will klären, aber er passt ganz genau ins eigene Tor. Damit 5:0, 31. Minute. Jetzt einmal Kajdic, Platz jetzt, die Chance und Olsen zum ersten Mal. Den holt sie aus dem kurzen Eck, diesen Abschluss von Selma Kajdic. Schön abgezogen, gleich mit dem ersten Kontakt und ja, Hilde Olsen, erster Einsatz. Wirklich warm geworden ist sie bisher noch nicht, aber den holt sie stark raus. Sehr gut aber auch der Schuss von Selma Kajdic. Zwer, schöner Pass auf die rechte Seite. Hickelsberger, nächste Chance. Und nochmal die Nachschusschance. Da schlägt sie am Ball vorbei. Zuerst gut reagiert von Michaela Flatz im Tor und dann Julia Hickelsberger. Macht sie noch den Haken. Eigentlich schön vorbei. Und dann, ja, spielt sie sich den Ball selbst mit dem rechten Fuß weg. Kann man verkraften, wenn es bereits 5:0 steht. Aber Top-Chance natürlich gewesen. Noch mal kurz einen Blick auf die Statistiken der ersten Hälfte werfen. 5 Schüsse aufs Tor der St. Pöltenerinnen und die waren alle drinnen. Und Ballbesitz 58% hat sogar ein bisschen mehr ausgesehen. Ich denke auch, dass da dieser Wert da nicht ganz stimmt. Rangweilerinnen natürlich verunsichert dann nach dieser
Anfangsphase. Hier sehen wir noch einmal die Treffer, das 0:1. Fanny Vago, immer wieder geht's über die linke Seite und dann wird schnell in die Mitte gespielt. Ja, sobald es schnell geht, haben die Rangwellerinnen Probleme hier. Ja, noch das Foul, das zum Elfmeter geführt hat, zum 0:2. Johanna Staffer gegen Julia Hickelsberger und diese Chance hat sich dann Fanny Vago nicht entgehen lassen. Wetter auch alles andere als angenehm hier heute in Rankeil. Bitterkalt, hier 5 Grad. Hier der zweite Elfmeter, der dann schon zum 0:4 geführt hat in der 19. Minute. Das Eigentor zum 0:5 wieder schön gespielt. Bernadette Zagor will den Ball da nochmal querlegen auf Stefanie Enzinger und Laura Wagner beim Rettungsversuch mit dem Ball ins eigene Tor. Das war die beste Chance der Rankweilerinnen durch Selma Kajdic. Schöner Schuss aus 17, 18 Metern und Hilde Olsen im Tor. Der St. Pöltenerinnen kann klären. Hätte sogar noch den einen oder anderen Treffer mehr geben können für St. Pölten. Aber vielleicht auch nicht mehr mit der letzten Entschlossenheit dann dabei. St. Pöltenerinnen auch hier. Wieder Hickelsberger mit dem schönen Haken noch und dann schießt sie sich den Ball selbst vom Fuß weg. Das war die letzte Möglichkeit kurz vor der Pause. Auch hier Fanny Vago. Mit dem Pass nochmal auf Julia Hickelsberger. Bisschen zu weit. Alex Ben. Und Enzinger. Ja, diese Kontermöglichkeiten, die müssen die Rankweilerinnen nutzen. Schöne Flanke. Und die Latte rettet Valentina Schwarzelmüller. Schöner Kopfball. Enzinger mit der Flanke und dann setzt sie den an, die Querlatte. Nächster Eckball auch von der rechten Seite durch Matthias Zwer. Und der Kopfball Birova und der Ball nicht drinnen, nochmal Birova und jetzt ist er drin. 6:0, 58. Minute, die Abwehrchefin. Alexandra Birova. Zunächst per Kopf und dann im zweiten, dritten Versuch. Da können die Rankweilerinnen noch klären. Schwarzelmüller und dann kommt der Ball nochmals zu Birova. In der 58. Minute. Da kann Schwarzelmüller nicht ganz an den Ball rankommen, aber Alexandra Birova mit dem 6. Treffer in der 58. Minute. Pass auf Zwer. Nochmal in die Mitte und der nächste Treffer. Das 7:0, 65. Minute. Die eingewechselte Valentina Schwarzelmüller. Bringt den Ball da zur Mitte zu Matthias Zwer und die blickt nochmal auf und dann ist es Fanny Vago, die mit ihrem 5. Treffer bereits hier für 7:0 sorgt. Kein Abseits, klar zu sehen. Da ist Lisa Metzler noch hinten an der Torauslinie. Und völlig frei Fanny Vago mit ihrem 5. Treffer zum 7:0. Schöner Pass wieder auf Matthias Zwer.
Pass zur Milte. Und da ist wieder Fanny Wago. 0:8. Sechste Treffer bereits für die Spielertrainerin. Und es waren wieder zwei schnelle Pässe. Einmal weit über die Abwehr von Birova auf Matthias Zwer und die da mit dem Auge für Fanny Wago. Kurzer Blick in die Mitte. Und dann kann auch Metzler nicht mehr erklären. Und völlig frei Fanny Wago. So einfach geht's zum 8:0. Wieder zwei schnelle Tore hintereinander. Fago. Wieder ganz alleine. Querpass und der nächste Treffer. Schön gespielt. In die Tiefe und dann der Querpass auf. Stefanie Enzinger war es, glaube ich, die diesen Treffer erzielt. Das 9:0 in der 75. Minute. Erster Treffer für Stefanie Enzinger am heutigen Tag. Hier der schöne Pass von Zwer auf Fanny Wago und die Pass zur Mitte. Und Stefanie Enzinger mit dem Treffer. Schön das Auge von Zwer auf Wago. Und Stefanie Enzinger hat dann keine Probleme, den im Tor unterzubringen. Birova. Das ist der 10. Treffer. Wieder nach einem Eckball. Alexandra Birova, die Kapitänin, zum zweiten Mal erfolgreich. 80. Minute. Damit sind wir jetzt zweistellig. Zuerst der Kopfball noch direkt auf Platz, den kann sie aber nicht sichern. Und dann Birova mit dem zweiten Versuch. Ganz alleine. Fünf Rankweilerinnen eigentlich im 5-Meter-Raum, aber keine bei Birova. Und Alexandra Birova mit ihrem zweiten Treffer. Gasparini gegen Tabotta. Schön vorbei, schöner Haken in der Mitte. Wer ist da? Nein, der geht an die Latte. Das war die große Möglichkeit aufs Ehrentor. Schön gemacht von Gasparini. Und dann war es Julia Seeberger, die Abwehrspielerin, die den Ball da an die Latte haut. Und auf der Gegenseite der nächste Treffer für St. Pölten. Schwarzelmüller trifft noch zum 11:0 in der 89. Ja, bitter für die Rankweilerinnen. Da haben sie die große Chance auf den Ehrentreffer. Hier noch einmal. Gasparini legt zurück und eigentlich gut gemacht von Seeberger, aber der Ball an die Latte und im Gegenzug dann der Konter. Und Valentina Schwarzelmüller mit dem 11. Treffer. 89. Spielminute. Die Damen des SK St. Pölten hören auf 0:11. Erster Treffer für die eingewechselte Stürmerin. Zuspiel von Fanny Wago.